Ja, ich teile gern. Ja, prinzipiell schon. Ich finde, Sachen, die man teilt, also wenn es zum Beispiel um, was weiß ich, was zu essen geht, zum Beispiel, dann macht es auch viel, viel mehr Spaß, es zu essen. Ja, ja. Ja, ich bin halt oftmals durch die Familie schon gezwungen zu teilen. Das macht ja auch gar nichts aus, ganz im Gegenteil. In zunehmendem Alter, glaube ich, ist es für viele leichter. Man denkt immer zuerst an Geld, ne? Ich frage mich, was ich noch so teile. Ich teile auch gern mein Geld. Alles Mögliche. Vielleicht gar nicht unbedingt Materielles. An sich alles, möchte ich fast sagen. Ich habe ein kleines Kind und da geht es ganz viel um Klamotten hin und her reichen. Ich teile auch gern meine Zeit. Ja, Facebook-Posten sind eher nicht. Ich teile gerne eigentlich alles. Etwas, was ich gern teilen würde, wäre ein kleiner Bus, mit dem man so mit der Familie reisen kann. Und da denke ich, den braucht man nicht allein. Wenn jemand mal eine Hilfe braucht bei irgendwas, teile ich gern. Ja, ich teile hoffentlich jeden Tag mein Wissen und meine Ideen, weil ich Lehrerin bin. Also ich bin Wissenschaftler und produziere Wissen und teile das dann auch in Publikationen. Insofern spielt das da eine sehr große Rolle. Ich arbeite fürs Jugendamt mit behinderten Kindern zum Hauptteil oder Kindern mit Nachteilen. Und viele in meiner Branche, wir teilen natürlich das Wissen. Ich denke, dass viele Leute Potenzial haben und es soll bitte so viel wie möglich einfließen können in die Entwicklung der Gesellschaft. Insofern läge mir dann am Teilen des Wissens, damit viele gebildet sind und sich ihre eigenen Meinungen machen können und da wirklich auch verantwortliche Entscheidungen treffen können zur Situation. Man muss natürlich auch die Bereitschaft von dem Partner oder von der Gegenseite finden, dass er bereit ist, überhaupt das Wissen anzunehmen. Im Alltag, glaube ich, ist es schwer. Man kann seine Ideen erzählen, aber ob das dann tatsächlich schon teilen ist, weiß ich nicht. Weil man erzählt die und teilen heißt ja, der andere nimmt sie irgendwie auf und macht auch was damit. Wenn man teilt, dann ist es oft so, dass man das halt irgendwann auch in irgendeiner Form zurückbekommt. Also es muss jetzt nicht materiell sein oder so, es ist einfach generell so. Also ich denke schon, dass wenn man sein Wissen teilt, dass man da viel auch erreichen kann. Wahrscheinlich, weil ich von allem genug habe, würde ich mal sagen. Dass man auch die Arbeit teilt, zum Beispiel bei einem Auto. Ja, wer kümmert sich jetzt mal um Reifenwechsel oder was auch immer? Weil ich das Gefühl habe, ein großes Ganzes, also was so über mir ist, schon gewinnt dadurch. Zum Beispiel, oder die Freundschaft wird gefestigt oder irgendwie sowas. Das ist einfach. Aber das ist nicht der Hintergedanke dabei. Also Nachteile sehe ich da eigentlich nicht dabei. Ja, natürlich gibt es immer Menschen, die einen dann versuchen auszunutzen. Und da hört es dann irgendwann auf. Da muss man eine Grenze setzen und sagen, ja, mit dir nicht mehr. Ich gehe davon aus, dass jeder so und so seine Zeit braucht für sich und Sachen auch selbst durchdenken muss und machen muss. Davon gehe ich jetzt mal aus. Deswegen ist Austausch und Teilen, Mitteilen, zur Verfügung stellen eigentlich immer ein Mehrwert. Es sei denn, ich gebe irgendwas her, was ich selber gerne hätte oder was ich selber brauche. Man muss besser kommunizieren, man muss sich besser einigen können. Also ich glaube, man muss einfach ein bisschen, also ein paar Skills entwickeln, die es ermöglichen, beim Teilen dann auch Lösungen zu finden, die alle für alle irgendwie passen. Ich arbeite in der Schule im Neuaufbau und profitiere von anderen Schulen in ähnlicher Situation. Ohne das würde ich meinen Job gerade nicht erledigen können. Generell, dass man den Mitschülern, wenn man etwas kann, sozusagen hilft und auch sozusagen beibringt. Und wenn man eine Idee hat, dann soll man die halt teilen. Insofern sie nicht irgendwas, als wenn sie nicht benotet wird. Es gibt ja immer mehr Portale, ResearchGate zum Beispiel, wo man einfach seine Forschung offenlegen kann und jeder, der da eintritt, was jeder kann, der kann sein Wissen zur Verfügung stellen und eben auch bei anderen sich belesen. Also alles, was computergeschissen sind, neue Netzwerke, sowas, dann würde Teilen wahrscheinlich noch schneller gehen. Ich denke, es ist ein Erziehungsding. Ich finde zum Teilweise, dass die Technik uns mittlerweile dieses Teilen wegnimmt, ja? Weil ja jeder vor seinem Internet sitzen kann und alles alleine machen kann. Klar können wir uns die E-Mails hin und her schicken, aber wir hören auf, hier draußen in der Welt miteinander zu reden und die Dinge zu teilen. Wäre vielleicht so ganz praktisch, wenn es wirklich so eine offizielle, so ein offizielles Forum für die Schule gibt, wo man so immer was posten kann oder also was Wichtiges halt. Ich finde, im Moment ist es immer noch sehr an Geld gebunden. Also ich mache eine bestimmte Forschung und kriege dafür Geld. Und dadurch sind manche ausgeschlossen. Und dadurch, denke ich, geht Wissen verloren.